Wenn man sein Inhaltsverzeichnis formatieren will, dann macht es keinen Sinn, das klassisch zu machen. Wenn ich dann nämlich hergehe und markiere hier so ein paar Zeilen und stelle zum Beispiel Kursiv und Fett ein und hinterlege das auch noch gelb, dann ist das sofort verdorben, wenn ich auf Verweise gehe und aktualisiere das. Dann ist das wieder weg, weil Sie haben ja gesehen, hier steht nur eine Feldfunktion. Wie das Verzeichnis dargestellt wird, das hängt von den Formatvorlagen ab und die werden ja auch durch die Designs festgelegt. Das will ich mal zeigen. Ich gehe hier zunächst zum Register Start und blende mir hier die Formatvorlagen ein und da wähle ich dann aus, dass ich die Schriftarten nicht so belasse, wie das Standard ist, Larissa mit Cambria und Calibra als Überschriften, als Überschrift bzw. als Textschriftart. Ich will jetzt mal Larissa klassisch 2 und dann sehen wir schon, da ist jetzt Areal für den Textkörper eingesetzt und die Überschriften sind auch in Areal, aber blau. Und das hat sich also auch hier im Verzeichnis niedergeschlagen. Wenn ich das jetzt noch speziell für die Verzeichnisebene 1 einrichten will, und ich will das also nicht so belassen, wie das voreingestellt ist, dann habe ich die Möglichkeit hier bei den Formatvorlagen rechts auf dieses kleine Dreieck, dieses Dropdown zu klicken und wähle dort Ändern. Damit das schnell und drastisch dargestellt wird, nehme ich hier die Schriftfarbe und wähle da ein dunkles Rot. Wenn ich auf OK klicke, dann sehen wir, dass bei den Verzeichnisebenen, bei den Einträgen der Verzeichnisebene 1 die Schrift rot ist. Im übrigen Text ist natürlich so geblieben, weil das ist ja hier durch die Formatvorlage nur auf die Verzeichnisebene 1 beschränkt. Solche Art von Änderungen kann ich auch vornehmen, wenn es um die Einrückung geht. Ich habe jetzt mal Verzeichnis 2 gewählt und wähle da auch wieder Ändern. Und dort möchte ich mit der Schaltfläche Format, dass die Absätze eingerückt sind. Nicht 0,39 wie hier vorgegeben, sondern mal um 2 cm. So wie ich das eingestellt habe, kann ich natürlich auch noch viele andere Punkte einstellen, aber das kennen Sie auch von den sonstigen Formatiereinstellungen. Klicke auf OK und Sie sehen schon im Hintergrund, das ist eingerückt. Gehe nochmal auf OK. Und wenn ich dann einen Eintrag hinzufüge, dann wird beim nächsten Aktualisieren des Inhaltsverzeichnisses natürlich auch diese Einstellung berücksichtigt.